Castiglione d'Otranto wurde im Jahr 1859 Ortsteil der Gemeinde Andrano. Es handelt sich um einen kleinen bewohnten Ortsteil in der Nähe von Santa Maria di Leuca. Vermutlich wurde er auf einer alten Siedlung gebaut, wo früher eine von den Barbaren im 10. Jahrhundert zerstörte Festung stand. Von seinen Anfängen bis ins 15. Jahrhundert waren Sprache, Priester und Religion des Dorfes griechisch. Im Jahr 1859 wurde es eine unabhängige Gemeinde. Wahrscheinlich war es eine alte Festung, von der auch der Name stammt.